Elisabeth Serena, du hast in den letzten Monaten Interviews mit ganz großen Persönlichkeiten geführt, unter anderem mit George Clooney. In den letzten 2 Monaten, ja. Du bist mit 21 nach Los Angeles gezogen, ist das richtig? Ja. Und berichtest seitdem für Österreich aus Hollywood. Wie oft hast du mit George Clooney eigentlich schon ein Interview geführt? Wie oft hast du ihn schon getroffen? Und wie ist dein Verhältnis zu ihm? Wir sind, das kann ich echt sagen, wirklich befreundet und ich nehme das nicht so leicht in den Mund. Ich sage Freundschaft nicht so einfach, aber das stimmt wirklich in dem Fall. Und ja, wie oft habe ich schon ein Interview mit ihm geführt, das weiß ich überhaupt nicht mehr. Ich war das erste Mal, also ich habe ihn kennengelernt am Set von Emergency Room. Und das war, keine Ahnung, 93, 94, so irgendwas. Und seitdem, glaube ich, habe ich ihn für jeden Film mindestens einmal interviewt. Also, keine Ahnung. Viel zu oft. Ja, viel zu oft. Wie läuft so ein Interview ab, wenn man eine derartige Prominenz vor sich hat, mit der man dann eigentlich doch befreundet ist? Kannst du das ein bisschen beschreiben, wie sich das für dich anfühlt? Das ist einerseits natürlich leichter, auf der anderen Seite muss man sehr vorsichtig sein, dass man nicht in die Falle tappt, weil man einander so gut kennt. Wir reden oft übereinander und also man spricht dann durcheinander und unterbricht sich, weil man ja eh die Antwort schon kennt. Und da muss man wahnsinnig aufpassen. Ich habe zum Beispiel bei dem Interview für die Sendung etwas gemacht, was ich kaum mehr mache. Ich habe mir nämlich wirklich Fragen vorbereitet, damit wir nicht vom Hundertsten ins Tausendste kommen und das dann so irgendwie so ein Insidergespräch wird, das keinen Außenstehenden mehr interessiert. Und deshalb habe ich mich wirklich vorbereitet. Was war denn das Highlight des Interviews oder was war eine Antwort von George Clooney, mit der du so überhaupt nicht gerechnet hast, wenn du sagst, er antwortet eh immer das Gleiche? Es gab 2 Highlights. Das eine war, ich habe ihm die Frage gestellt, ob Schauspielen in seinen Augen ein Handwerk oder Kunst ist. Und nicht, dass mich jetzt die Antwort überrascht hätte. Was mich überrascht hat, war, wie sehr er darüber nachgedacht hat. Er hat gesagt, Schauspielerei ist ein Handwerk. Die Kunst ist das Endprodukt. Das ist dann vielleicht der Film, der manchmal, manche Filme sind Kunst und manche sind es nicht. Wir wissen ja das alle. Und da war er sehr reflektiv und hat sehr, also für mich sind Schauspieler, die behaupten, dass Schauspielerei Kunst ist, sind eingebildete Fratzen, die keine Ahnung haben. Ja? Die sind irgendwie lächerlich in meinen Augen. Und deshalb war ich froh, dass er die richtige Antwort gegeben hat, aber dass er das dann weitergeführt hat mit, was ist Regie führen, was ist Drehbuch schreiben, was wird dann zur Kunst und wie kann es zur Kunst werden, das war sehr reflektiert, die Antwort, die er gegeben hat. Und das Zweite war, und da musste ich wahnsinnig lachen, weil damit rechne ich bei ihm nicht, damit rechnet man bei Komikern, bei Kabarettisten, aber nicht bei Leuten wie ihm, ist, ich habe ihn gefragt zu From Dusk Till Dawn, das ja ein Kultfilm ist und das sein erster Film war, nachdem er mit Emergency Room zum Star geworden ist. Und er hat gesagt, er hat dann den Quentin Tarantino so perfekt imitiert. Und das sieht man am Sonntag in der Sendung auch, wo ich noch gebeten habe, dass sie nur ja nicht zu viel drüber übersetzen, weil ich denke, dass Menschen, die Englisch sprechen, und das tun ja doch die meisten Österreicher, das dann sehr wohl kapieren. Er hat ihn so perfekt nachgemacht. Wenn man die Augen schließt, glaubt man, Quentin Tarantino spricht. Kannst du als Insiderin vielleicht schon irgendwelche Prognosen abgeben? Du hast gesagt, Octavia Spencer ist für dich eine heiße Favoritin. Wer denn noch? Wer glaubst du, dass den Oscar mit nach Hause nehmen wird heute? Ich glaube, dass The Artist der beste Film sein wird. Ich glaube, dass George Clooney den Oscar nicht gewinnen wird, sondern Jean Dujardin, der Hauptdarsteller von The Artist. Ich weiß nicht, ob Meryl Streep nach 29 Jahren ihren zweiten Oscar gewinnen wird oder ob er doch an Viola Davis geht für The Help. Das ist ja, zu sagen, wer ihn verdient, ist jetzt hier müßig, weil sie verdienen ihn alle. Und Geld wetten würde ich mich besonders bei den Frauen nicht trauen. Ansonsten ist es ein bisschen offen und das ist auch gut so, denn es ist wahnsinnig langweilig, wenn man eh schon weiß, wer was gewinnen wird. Also
Die Oscars sind sowieso eine furchtbar langweilige Show, weil so viele Preise vergeben werden in Kategorien, wo man die Leute nicht kennt. Und weil die Show so mühsam verlängert wird durch wirklich elende, ich sag's so, wie ich es mir jetzt denke, Shownummern. Und man kann jetzt auf den Humor von Billy Crystal hoffen, aber Billy Crystal ist auch schon alt. Es ist nicht sehr innovativ, dass man dann Billy Crystal genommen hat. Ich hätte mir da halt was anderes gewünscht. Und eigentlich ist die größte Frage heute, ob Sacha Baron Cohen doch als in seiner Verkleidung als The Dictator, so wie sein nächster Film heißt, über den roten Teppich gehen wird und irgendeinen Unsinn macht oder nicht, weil die Academy ihn ja ausladen wollte, als er gesagt hat, er geht jetzt als Diktator über den roten Teppich. Du sitzt ja auch in der Jury der Golden Globes, oder? Mhm. Was sind denn deine Hauptkriterien bei der Bewertung von Filmen und Schauspielern? Wie gehst du das an? Ganz mühsam ist das Nominieren. Das Wählen dann ist nicht mehr so schwierig wie das Nominieren, weil fürs Nominieren hast du 300 Filme während des Jahres gesehen, mindestens 300. Und heuer, wir haben uns jahrelang darüber aufgeregt, ja, es gibt nicht genug gute Filme und was sollen wir da überhaupt nominieren? Und heuer, muss ich sagen, war so ein Jahr, wo ich fast zu viele Filme hatte und nicht wusste, wen ich jetzt ausschließen soll. Mir ist das Wichtigste, dass ich mir selber treu bleibe, dass ich mich nicht beeinflussen lasse von irgendwelchen politischen Spielen, die ja in Hollywood sehr viel gespielt werden, durch arge Marketingstrategien oder zu sagen, ja, man müsste denen ja eigentlich und überhaupt und so. Ich versuche das anzugehen mit, daran glaube ich wirklich und vielleicht ist das jetzt nicht die populäre Wahl, aber ich mache das trotzdem. Und ich finde das Tolle an den Golden Globes und auch an den Oscars immer wieder ist, es ist nur die Oscars am Nacht, sie sind die letzte Verleihung des Jahres, also dieser Saison, dieser Award Season, wie wir sie nennen. Und ich finde halt, dass die Golden Globes doch immer wieder neue Leute entdecken. Und die Tatsache heuer zum Beispiel, dass ein Michael Fassbender von uns nominiert wurde für Shame und von den Oscars nicht, glaube ich, sagt einiges darüber aus, um wie viel es progressiver wir sind und offener wir sind. Und ja, also auf Michael Fassbender als Nominierung war ich sehr stolz. Man sagt ja auch, die Golden Globes sind irgendwo auch ein Gradmesser für die Oscars schon. Also man kann schon Prognosen abgeben aufgrund der Verleihung der Golden Globes. Lässt sich die Academy da beeinflussen oder ist es einfach ein Trend, der sowieso von Journalisten und der Academy gleich bewertet wird? Die Academy lässt sich, also die Academy-Wähler lassen sich von allen Preisverleihungen beeinflussen. Das geht auch gar nicht anders, die vorher passieren und das sind alle anderen. Das sind die New York Film Critics, die Broadcast Film Critics, die LA Film Critics und auch zu einem großen Teil die Screen Actors Guild Awards und BAFTA, die Engländer. Wir sind die Ersten. Wir sind die erste große Verleihung im Jahr und das hat schon was damit zu tun. Worauf ich am meisten stolz bin bei den Golden Globes, ist eigentlich, dass wir zwischen Komödie und Drama trennen und daher 10 Filme nominieren und 10 Schauspieler und 10 beste Schauspielerinnen. Und das ist ein bisschen fairer, weil Komödien eigentlich immer zu kurz kommen. Jetzt kann man darüber streiten, was ist eine Komödie und was liegt an der Grenze. Aber wir konnten Jean Dujardin als besten Komödiendarsteller auszeichnen und George Clooney als besten Dramadarsteller. Das ist schon ganz gut, glaube ich. Bei den Oscars gibt es nur den besten Hauptdarsteller oder den besten Nebendarsteller, oder? Genau. Hm. Heute Abend, 19:30 Uhr, ORF1, Elisabeth Zaredas ganz große Interviews mit 4 der ganz großen Hollywoods. Magst du noch ein paar Dinge dazu sagen, zu deiner Sendung? Ja, es sind, also Clooney war weltexklusiv, der hat überhaupt keine Interviews gegeben, außer auf roten Teppichen und Backstage bei Preisverleihungen. Also auf das bin ich ganz besonders stolz. Genau dasselbe mit Martin Scorsese. Und ich glaube, wenn man den Luxus hat, dass man zwischen einer halben Stunde und Stunde Interview hat, dann kann man ein bisschen mehr in die Tiefe gehen. Und
ich hatte tolle Interviewpartner und es war, ich fühle mich sehr privilegiert, dass ich das tun durfte und tun konnte und ich bin sehr dankbar, dass ich diese Sendung habe und ja, hoffentlich gefällt sie den Zuschauern genauso gut wie mir, als ich sie geschnitten habe. Ich habe sehr viel Spaß dabei gehabt. Na, da sind wir doch gespannt, wollen wir jetzt mal nicht mehr verraten und werden uns die Sendung heute Abend natürlich gespannt ansehen. Bis dahin, Elisabeth Zareda, vielen Dank für das Interview. Gerne. Viel Spaß und Erfolg bei den Oscars, bei der Elton John Party. Und viel Spaß mit Online und Onliner. Vielen Dank. Elisabeth, liebe Grüße nach Hollywood. Danke, ciao. Ciao, ciao.